Ja, dann schießen Sie mal los. Ich fühle mich einfach nicht wohl in meiner Haut und ich habe ständig das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Und rechtfertigen Sie sich dann? Nein, das traue ich mir. Also haben Sie nicht den Mut? Den Mut, den habe ich eigentlich schon lange nicht mehr. Wieso? Ihre Frau ist doch eine durchaus attraktive Frau. Von Kopf bis Fuß, wenn ich das mal so anmerken darf. Dankeschön. Ich weiß auch nicht, was mein Mann für Probleme hat. Die hat er auch nicht erst seit gestern. Das können Sie mir glauben. Es läuft einfach nicht mehr so richtig. Doch, dass es läuft, habe ich erst letztens wieder gesehen. Beziehungsweise gerochen. Das ganze Bett hast du voll geschurzt. Mich gefühlt wie in einem Wasserbett, durch das eine riesige Welle aus Kloake schwapp. Widerlich. Ich habe halt Angst. Das ist jetzt hier aber nicht das Thema. Eben. Wir wollen nicht über den Schiss, den Sie haben, reden. Weder auf der einen, noch auf der anderen Ebene. Aber Sie sind doch wegen des Traumas hier. Genau. Es war kein Traum zu sehen, was ich sehen musste. Was haben Sie denn sehen müssen? Ich kann darüber nicht reden. Doch, das können Sie. Atmen Sie erstmal tief ein und vergessen Sie dabei das Schlucken nicht. Schlucken, was Ihnen natürlich lieber wäre. Und was Sie sicherlich gut können. Wenn ich Sie mir so anschaue. Eine Frau von Ihrem Format. Moment mal. Ruhe, hier reden gerade die Erwachsenen. Da haben Schüttler wie Sie nichts zu melden. Echt? Solche Onanisten? Runterholer. Von der Palmewedler. Masturbatoren. Einzelkämpfer. Handpanzerfahrer. Wichser. Dem Arbeitslosen die Handschüttler. Kolbenöler. Sag mal, was sind das hier für Therapeuten? Jetzt lass die Herren doch mal ausreden. Na gut, hören wir lieber auf und begraben die verbale Keule. Ich hab doch gerade erst angefangen. Schämen Sie sich, wie können Sie nur so ein Prachtexemplar vernachlässigen? Seien wir doch mal ehrlich, so schön ist er nicht. Was? Wer redet denn von ihm? Den Schniepellappen meine ich doch gar nicht. Ich meine Sie, Vollweib. Danke. Ich dachte, wir sind hier bei der Paartherapie. Apropos Paar. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich heute Morgen auf dem Golfplatz 2 unter Paar gespielt habe bei Loch 18? Nee, ist nicht wahr. Doch, gegen den Müller. Wollen Sie eigentlich Loch 19 sein? Bei Ihnen schaffe ich auch ein Hole-in-One. Sagen Sie mal, ist das Ihr Ernst? Nein. Nicht ernst. Gregor heißt der Mann mit Vornamen. Der Ernst ist nicht mehr im Vorstand. Den haben sie rausgeschmissen, nachdem er was mit der Gabi von der Buchhaltung angefangen hat. Das war aber auch ein steiler Zahn. Genau wie Sie, Fräulein Huber. Ach, wie nett. Sie schmeicheln mir. Das haben Sie aber auch verdient. Und was habe ich verdient? Auf jeden Fall nicht eine solche Frau. Das steht fest. Was wünschen Sie sich denn? Also, Sie wurden nicht gefragt. Also, was wünschen Sie sich von Ihrem Mann? Dass mein Mann endlich mal Eier zeigt, diese nicht nur an seinem Computer vor irgendwelchen billigen Pornoschlampen entblößt, die nicht mal darauf eingehen können. Was bist du eigentlich für ein Mann? Ich bin dein Mann. Du bist kein Mann. Das sind Männer. Ja, das sind wir. Und was für welche? Deswegen sollten sie sich auch an uns halten und nicht mit so einem verqueren, grenzdebilen Schleimspuraffen ihre Zeit verbringen. Jetzt hören Sie doch mal auf. Nein, wir hören nicht auf. Wir sagen die Wahrheit über Sie und heben die umwerfende Klasse hervor, die Ihre Frau ohne jeden Zweifel besitzt. Oh Mann, diese Augen, diese Beine, der absolute Hammer. Erstklassig. Wie gern ich die mal streicheln wollen würde. Oh ja, Das würde mir ebenfalls gut gefallen. Schließen Sie die Augen, Fräulein Huber. Lassen Sie sich fallen und stellen Sie sich vor, wie meine Hand sanft über ihren Oberschenkel streichelt. Wie reden Sie eigentlich mit meiner Frau? Das steht Ihnen gar nicht zu. Spüren Sie schon meinen Atem in Ihrem Nacken? Und wie sich Ihre Haare vor Erregung langsam auftun? Lassen Sie das endlich und behandeln Sie meine Frau anständig. Wieso? Sie wird doch anständig behandelt. Sie bekommt alles, was sie verdient. Und auch besorgt. Jetzt reicht's mir aber mit Ihnen. Komm, wir gehen. Und Geld werden Sie von uns auch nicht bekommen. Und dir? Dir werde ich es jetzt mal so richtig besorgen. Da haben wir es ja mal wieder geschafft. 1000 Euro.
Und das innerhalb von 5 Minuten. Das ist Rekord. Mann, sind wir gut. Die Besten. Auf jeden Fall. Aber die Alte, die war ja mal schäbig wie die Nacht. Aber sowas von. Ekelhaft. Direkt widerlich. Oh ja. Sollen wir eigentlich beim nächsten Mal sagen, dass wir keine Paar Docs sind? Ha 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 ha